In den Bergbauregionen, da gibt es einen Spruch und der heißt, alles kommt vom Bergwerk her. Die ganzen Rohstoffe fürs Bauen oder für die Elektronikindustrie. Und diese Rohstoffe erstmal zu finden, das ist die wesentliche Aufgabe der Geophysik. Ich bin Christoph. Ich bin Melanie und studiere im dritten Mastersemester Geophysik hier in Freiberg. Ich wusste, dass ich sehr gerne was mit Physik und mit Informatik machen möchte und trotzdem den Bezug zur Natur nicht verlieren möchte. Irgendetwas, wo man auch mal sein Wissen praktisch anwenden kann, das war mir sehr wichtig. Und deswegen bot sich Geophysik und Geoinformatik in Freiberg sehr an. Das Faszinierende ist, dass wir die verborgenen Sachen unter der Erdoberfläche sichtbar machen können. Und wir nutzen dazu ganz ähnliche Verfahren wie der Arzt beim Ultraschall, der zum ersten Mal das Baby seinen Eltern zeigen kann. Das Besondere an Freiberg ist, dass die als einzige Uni weltweit einen Vipro-Size-Truck besitzt. Das ist ein riesengroßer LKW. Und das Besondere daran ist, dass die Studenten, wenn sie mit auf Messungen fahren, auch tatsächlich mit dieser modernen Technik mitarbeiten können. Wir können mit diesem LKW 10 Kilometer in die Erde gucken. Der fährt an die Stelle, an der seine Wellen aussenden soll, hebt seine gesamten 32 Tonnen in die Luft und fängt an zu vibrieren. Diese Signale nutzen wir, um am Ende ein Abbild des Untergrunds zu erzeugen. Mein Ziel ist eigentlich die Erdbebenforschung. Da bietet sich Japan zum Beispiel an. Falls ich dann mich doch dazu entscheide, in Deutschland zu bleiben, könnte ich mir vorstellen, in ein Ingenieurbüro zu gehen. Es ist auf jeden Fall ein Job mit Zukunft und das wird in Deutschland auch jetzt verstärkt gesucht. Freiberg ist tatsächlich sehr naturnah und dadurch hat man diesen Großstadtstress, den es möglicherweise woanders gibt, einfach nicht. Genauso machen wir natürlich auch Messungen hier direkt vor der Haustür in der Nähe des Elbsandsteingebirges. Also ich habe nur ein paar Wochen, nachdem ich hier angefangen habe, mitbekommen, dass es im Unisportzentrum die Möglichkeit gibt zu klettern, und zwar sowohl drin an der Kletterwand als auch mit der Hand am Fels draußen. Wenn man dann da oben auf dem Gipfel sitzt, das Ziel erreicht hat und einem der Wind um die Nase weht, dann merkt man da auch natürlich den Erfolg und kann sich dann wieder ein bisschen entspannen.